sowie die Wiener, wie zum Beispiel beim Wiener Weg, sagen würden, wenn es etwas ganz Besonderes gibt, haben Elvis und ich jetzt ein ganz tolles Zuckerl in diesem Video für euch bereitgestellt. In diesem Video haben wir eine nette Unterhaltung mit unserer Polizei in Salzburg, wie ihr bald sehen werdet, wo sie uns höflichst darauf aufmerksam macht, was Sachbeschädigung ist und was nicht. Dieses Video hier ist im Genaueren ein kleiner Ausschnitt des Zweiteilers zur letzten Demonstration in Salzburg vom 29. Jänner 2023, wo übrigens auch Monika Donner als Rednerin eingeladen war. Bevor nun aber der eigentliche Film beginnt, möchte ich noch für 3 Minuten das Wort in eigener Sache an euch richten. Oder springt nun jetzt einfach 3 Minuten weiter vor. Nun, was liegt mir auf den Herzen? Denn leider musste ich zum Hochladen dieser beiden Videos auf YouTube verzichten und auf meiner Rumble-Videoplattform abspeichern. Da die Veranstalter leider auf meine mehrmaligen Bitten, auf kommerzielle Musik bei den Demonstrationen abzuspielen, zu verzichten, nicht eingehen wollen. Und so hatte ich deswegen in den letzten 3 Jahren schon unzählige Strikes und Löschungen einiger Videos von YouTube erhalten. Da ich deswegen verhindern will, dass YouTube meinen Kanal bei zu vielen Strikes löscht, habe ich diese 2 besagten Videos in diesem Film unter der Videobeschreibung verlinkt. Der Nachteil, meine Videos auf Rumble hochzuladen, liegt leider darin, dass, wenn ein Video länger als 40 Minuten dauert, die Videoqualität von HD auf eine geringere Auflösung dort runtergerendert wird. Und außerdem finden dann dort, im Gegensatz zum YouTube-Portal, viel weniger Menschen meine Videos vor. Da Rumble nicht die Bewerbungen neuer Videos, so wie eben auf es auch Google und YouTube anbieten kann. Und somit verschwinden diese meine Videos, wie ich anhand der Statistik, die ich täglich für meine Videos verfolge, aus der Bubble. Es gibt zurzeit leider aus diesen genannten Gründen keine annähernd gute Alternative zu YouTube für meine Videos im Internet. Auch kann ein freier Journalist, der keine GEMA, GIS oder dergleichen bekommt, nur mit YouTube bei genügend Klicks Geld verdienen. Ich nutze zwar sowieso nicht diese Werbeeinschaltungen unter meinen Videos, da meine Aufrufeanzahlen für eine ausreichende Gewinnspanne sowieso zu klein sind. Würde mich aber freuen, wenn es sich einmal ändern würde, sodass ich dann dies hauptberuflich für euch gestalten könnte. Aber ich denke da auch an meine Kollegen von mir im alternativen Journalismus, denn denen wird es genauso wie mir sehr erschwert bis unmöglich gemacht, Live-Mitschnitt-Reportagen anzubieten und auch davon leben zu können. Ich kann nur darauf hoffen, dass die Veranstalter der Demonstrationen diesen Hinweis von mir nicht als Angriff ansehen werden, sondern eher als konstruktiven sowie Hilferuf verstehen. Dazu habe ich vielen Veranstaltern in diesen ganzen Jahren schon sehr viele Musikkünstler vorgeschlagen, die wirklich bemerkenswerte, schöne und auch sehr passende, sozialkritische, aber auch gute, schöne Friedenslieder performen und diese gemeinfrei anbieten. Diese Tipps von mir werden leider nur sehr selten wahrgenommen. Und jetzt wünschen Elvis und ich euch allen viel Vergnügen mit diesem sehr spannenden und informativen Beitrag. Man sollte meinen, der Maskenball-Wahnsinn ist vorbei. Nichtsdestotrotz werden wir dieser Antlitzes nicht Herr und Meister. Diese Lage ist eine Plage.
Ja, die Maskerade geht munter weiter, das ist ganz klar, aber man muss ja auch sagen, wir sind ja wie gesagt noch mitten im Fasching. Stimmt ja wieder. Deswegen sind ja auch so unglaublich viele Narren nach wie vor in dem Land unterwegs und aktiv. Aber mei, aber siehst, das mit dem Fasching erinnert mich daran, dass ich eigentlich beim Fürst einkehren könnte. Die müssten mit viel Glück schon wieder Faschingsgipfel haben. Ja, hast du wieder den Kasperl abholen. Genau. Das Schöne ist, wir haben einen Vizekanzler, der ja den lobenswerten Beitrag der Klimakleber gut findet, aber dafür im Gegenzug berauscht in seinem Amt. Berauscht kann jetzt jeder auffassen, wie er möchte. Also ich würde nie sagen, dass der Mann eventuell von Zeit zu Zeit vom Alkohol illuminiert ist. Das wäre nämlich eine böse Schwurbelei. Außerdem gilt ja grundsätzlich, wie gesagt, die ganze Zeit über die Unschuldsvermutung. So ist es, aber der sieht ja öfter mal Neofaschisten, Staatsverweigerer etc. Blabla spazieren. Ja. Und da denke ich mir, mit einem sogenannten Witzekanzler hat man schon ganz lustig. Aber von Zeit zu Zeit so einen Kasperl kann man schon mal machen. Ne? Ich habe nicht nur kein Verständnis dafür, sondern wir müssen mit dieser Klarheit eben auch Stellung beziehen, klar sehen, klarstellen, was dort vorgeht. Wenn Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten in unseren Städten herumspazieren, Ja, so. Ja. Wieso Sie sich da jetzt gerade aufregen? Es ist nicht mehr stattfinden. So, jetzt kommt die Kamera wieder in Aktion. Vorausgesetzt, ich schaff's, dass ich da den letzten Klebefutzel abkriege. Es ist ja wirklich qualitativ und rationell und ach ja. Die Kleber haben halt eh schon in einem anderen Video gut erklärt. Das Schöne ist, da oben steht kein Text, das heißt, man wird die Botschaft auch so erkennen. Ah, da geht es jetzt um das Kriegsthema. Genau. Ja, runterglätzeln werden sie es vielleicht, weil auf 1 draufsteht und nicht wegen den Slogan. Das darfst du nicht sagen, das Kleingedruckte lesen die Leute nie. Das weiß ich, wenn man heutzutage im Teletext oder in irgendeiner Zeitschrift eine reißerische Schlagzeile hat, dann lesen die Leute die Schlagzeile und das Ergänzende drunter, dass es vielleicht dieser oder jener Rahmenbedingungen bedarf, um überhaupt da betroffen zu sein, das lesen sie nicht. Schön wäre es. Warum werden dann die Sachen runtergeklätzelt, wenn ein gewisser auf 1 Ding draufsteht? Weil es auf die anderen Sticker größer ist. Das ist so klein, das liest keiner. Es liest nämlich wahrscheinlich auch das keiner. Ja. Aber ich finde, die Botschaft ist richtig. Nachdem ja unsere Grünen in Österreich und in Deutschland plötzlich große Fans von Krieg sind, also jene Menschen, die früher da quasi ihren Dienst an der Waffe verweigert haben, Zivildiener waren und meinten, Frieden wäre so toll, ist es ja tatsächlich so, es gäbe wirklich keine Kriege, wenn die Verantwortlichen selber an die Front müssten. Darauf sage ich Tito zu deinem Argument, aber ich meine jetzt nicht diesen Diktator, der Jugoslawien zusammengehalten hat, diese Vielvölker in Frieden gehalten hat, sondern damit Tito für die Ungebildeten meine ich, ich stimme dir zu. Kommt aus dem Lateinischen. Nein, ich glaube, Tito, glaube ich, kommt aus dem Italienischen. Okay. Und schreibt sich auch mit einem weichen Dora. Dann hat das neue Latein. Genau, schreibt sich mit einem weichen Dora, während der ehemalige Vielvölkerstaatsverbindende Tito mit einem harten T geschrieben wurde. Richtig. Also da kann man gar keine Verwechslung anstellen. Ja, in der Aussprache vom Mündlichen her schon, leider Gottes. Ja, wir sprechen doch deutlich. Das hast du letztens den Polizisten mitgegeben. Ja, ich hätte einmal gesagt, die haben zu. Pah, das ist ja ein Skandal. Wir haben zu lang geschwurbelt heute beim Zirkelwirt. Ich wollte gerade sagen, es ist erst 6:30. Die machen schon zu. Skandalös. So. Dann gehen wir wieder durch finstere... Oh! Nicht schlecht.
Ist es aktuell, glaubst? So, auf dieses Ding hin werde ich mal schon teasern. Es folgt ein Video nach, das älter ist, aber doch zeitaktuell doch noch zum Veröffentlichen wäre. Also in dieser Woche kommen zwei Videos nach, die diese Altsituation unserer Aktion beweisend darstellt, dass sie noch zum Posten wären, zum Verbreiten und so weiter. Na, vor allem, ich meine, wenn ich mir das so anschaue, das schaut jetzt nicht so total alt und vergriffen und abgekippt aus. Das ist... Ja, das erinnert dann so ein bisschen an meine Abschlussrede. Es ist noch gar nichts vorbei, weil da steht es quasi mit der Maske und mit dem Testen. Ja. Wie gesagt, die Menschenwürde ist nicht mehr unantastbar, sondern sie ist testbar geworden. Und da kann man das etwas abseits vom touristischen Treiben der Getreidegasse oder des alten Marktes dann in einer dunklen Seitengasse scheinbar tun. Ja, und damit bleibt dieses Land wahrscheinlich weiterhin ein Land von Nasenbohrern und Idiokraten. Vermummungstätern. So, warte, da haben wir auch noch so einen lustigen Mehrfachbeklebten. Dann machen wir einmal ins Radlkerberl. Also somit möchte ich euch anhalten, dieses vorgeteaserte, halb erwähnte Video wird nachfolgen. Bleibt einfach auf meinem Kanal auf dem Ball. Das mit dem auf dem Ball bleiben ist gut, weil es ist ja gerade Ballsaison. Ne? Es war ja kürzlich auch ÖVP-Ball im Imlauer mit seiner schönen Sky-Terrasse. Da haben sie dann Wilfried der Weitsichtige, der dynamische Harry und weitere Vertreter aus dem Dunstkreis der vorhin schon erwähnten österreichischen Verbrecherpartei. Es gilt natürlich, wie gesagt, weiter die Unschuldsvermutung. In Zeiten der höchsten Teuerung eingefunden, um Korken knallen zu lassen und das Leben zu feiern. Wie gesagt, während woanders Krieg ist und wir meinen, unsere Neutralität auf diesem Gebiet nicht mehr halten zu können. Und während, wie gesagt, in Österreich Leute aufgrund der Teuerung dabei sind, eventuell ihre Wohnung zu verlieren oder zumindest mitunter nicht mehr vollwertig einkaufen oder heizen zu können, hat die ÖVP in edler Kulisse in Salzburg Ball gehalten. Ne? So, da haben wir auch so viel Sticker drauf. Geisteskranke Szene. Ja, ich meine, gut, ich gehe davon aus, das hat was mit Fußball zu tun, würde aber den Zustand des Landes eigentlich auch ganz gut beschreiben. Ja, wenn man für ein Stadion ein paar tausend Leute zusammenbringt zum Demonstrieren, aber für die Grund- und Freiheitsrechte, das ein bisschen missversteht, zu demonstrieren zu gehen. Naja, die Freiheit hört für diese Bürger ja da auf, wo sie quasi sehen können, wie das Runde ins Eckige fliegt. Das reicht ja in der Regel. Ne? Das Schöne ist, da wird ja dann zum Beispiel auch groß angekündigt, Tradition kann man nicht kaufen. Ne? Aber man hat sich halt vom System ein bisschen einkaufen lassen und lebt jetzt Solidarität. Ne? An dieser Stelle merke ich vielleicht gleich mal an, dass die Monika Donner, die ja heute da einen kurzen Gastauftritt hatte, kürzlich in, ich glaube, das habe ich heute schon erwähnt, oder? Dass die da in Deutschland... Das Video werde ich mit einbinden in der Videobeschreibung. Genau, dass die da in Deutschland von der vermeintlichen Antifa bedroht wurden, wenn sie ihren Vortrag halten darf. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Ich rede immer so viel, ich vergesse manchmal was. Das ist ja ein extra Video, darum schaut es nicht, weil man nicht weiß, welche Videos werden gesehen. Die alles entscheidende Frage ist, wollen wir heute noch was essen gehen? Weil dort haben wir ja aufgrund der Größe der Tischgesellschaft und des nicht schwurblerfreundlichen, also einstmals glaube ich nicht schwurblerfreundlichen Wirten, nichts gegessen. Kehren wir noch auf einen lecker Burger ein? Naja, kleiner Scheiß. Somit? Dann können wir nämlich noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen und uns über die
Details des heutigen Tages und die vielen tollen Dinge, die in dieser Woche passiert ist und die diesem Land weiter vorausstehen, noch ein bisschen unterhalten. Und der Roman würde euch, wenn es gegebenenfalls sein sollte und noch was Spannendes gibt, natürlich wieder mit der Kamera dazu holen. Für alle, die nicht selber mit dabei waren und auf der Straße waren, zumindest das Video vielleicht, wenn ihr es seht, mal teilen. Das wäre wünschenswert. Ich habe das heute eh auch schon erwähnt. Wenn der ORF dessen GIS-zahlenden Kunden übrigens jetzt gehackt worden sind, also man hat da aktuell die Daten von beinahe 9 Millionen Kunden gehackt. Ja, der Roman wird auch das verlinken. Warte ganz kurz, da stehen wir so richtig schön. Das muss jetzt einfach mal sein. Wenn man da gehackt wird, wenn dieser GIS-finanzierte ORF Brainwashing betreiben kann, dann könnte ja auch der Roman mit seinem Kanal mehr erreichen, wenn denn die Videos in irgendeiner Form geteilt würden. So, jetzt kriegen wir da Staatsbesuch, das ist jetzt schade, weil die haben jetzt sicher was drin. Aber egal. Prost Mahlzeit, ha? Ich hätte einmal gesagt, Regenbogenfahne, junge Linke, ist voll toll. Ja. Yep. Bitte nicht jetzt vor uns aufzuschicken. Ja. Bin ich ja schon wieder weg. Ja, das muss jetzt wieder runtergehen. Das muss ich nicht anzeigen. Dann zeige mich an. Die Bitches sind so gut und das ist einfach wieder runter. Dann zeigt es mir an. Dann zeigt es alle anderen auch an. Ich meine. Und dann nehmt es auch bitte auch auf. Da ist ja alles nachzuvollziehen. In der Müllner Hügel, da ist die Station der linken Fraktion. Da könnt ihr auch die Leute alle anzeigen. Warte, ich ziehe mal meinen Reisepass raus. Wegen, ja, was, wegen was krieg ich denn eine Anzeige? Was für einen Straftatbestand? Schauen wir uns das einmal an, was das ist. Ein Werbesticker von Auf 1, österreichisches regionales Fernsehen. Okay. Was es da ist, Sie dürfen nicht einfach irgendwo Pickerl aufkleben oder sonstiges. Ich habe nicht irgendwo Pickerl aufgeklebt, sondern ich habe da, wo man das scheinbar nicht beanstandet, eins dazugeklebt. Sonst hätte man es ja runtergemacht, oder? Wenn es beanstandet werden sollte, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann. Das ist eine Privatgeschichte, aber Anzeigen dahinter sind, können wir jetzt nicht sagen. Ich möchte ja nur wissen, welchen Straftatbestand ich vermeintlich gerade begangen habe. Ja, das kommt jetzt drauf an. Dadurch, dass das nicht einer gehört, sind wir jetzt so schon eigentlich bei der Sachbeschädigung, weil sie ja was verunstaltet. Aha. Genau. Das ist nicht Staatseigentum. Bitte? Staatseigentum gehört uns alle, oder? Soll ich mit Staatseigentum? Ja doch, die Polizei ist Staatseigentum und dieser Gebäude, also ist Polizei. Also es geht um Sachbeschädiger. Genau. Okay. Also wenn Sie das Bügel runterziehen, was für alle auch. Naja, die Problematik ist, das konnte ich ja schon machen, ich bin ja kooperativ, aber ja, es sind ja dann da immer nur 15 Bücher. Aber die haben sie ja nicht aufgenommen. Aber warum tut man die nicht runter? Wir haben sie jetzt gerade gesehen, dass sie jetzt aufgenommen haben. Naja, ich mache ja auch keinen Hehl aus meinen Taten, ich stehe ja zu dem, was ich tue. Das weiß auch, ich gehe ja nicht vom Mund hin und zünde einen Twingo an, sondern ich stehe zu dem, was ich mache. Das ist nicht dann... Ja, französische Kleinwegen fallen von Allah auseinander. Das weiß auch, dass sie jetzt aufgenommen. Weil sie sich doch... Ja, wenn ich es runterziehe, brauchen Sie mir ja nicht ansagen. Dann was brauchen Sie ja meinen Reisepass. Das war das Nächste. Das ist richtig. Und was extrem offen für uns. Aha. Also dann halten wir jetzt Paragraph 105 StGB fest. Die Herrschaften werden wissen, um was es geht. Und die Dame. Und ich meine, Entschuldigung, ich gendere. Und ich halte jetzt fest, das ist leider Gottes dieser Auf 1 Sticker nicht besonders hochwertig. Man kann ihn also wirklich ohne große Mühe runterziehen. Und das gute linke Sticker, das ich überklebt habe mit der Regenbogenfahne, da wär's ein Problem haben zum Runterziehen. Wollte gerade sagen, das ist offiziell hochwertig, also vielleicht kennen die Herrschaften von Auf 1 da ein bisschen an. Sorgt man dann wenigstens dafür Sorge, dass man die anderen Sachen dann entfernt so, durch dann gewisse... Dann kann ich den jetzt wieder wegstecken. Den ich habe leider kein Desinfekt mehr, das ist abwische, wegen wissen Sie, Pandemie und so. Alles in Ordnung, Sie haben das Sticker wieder abgezogen, bei dem wir gerade gesehen haben. Ja. Von dem her einen schönen Abend, einer zwei noch. Den wünschen wir auch einen vor allem ruhigen im Dienst. Ne? Danke. In letzter Zeit ein bisschen was los in dem Land. So, Misskühl habt ihr da. Misskühl müsst ihr fahren, weil der Bus hat das Ich bin nämlich ein ordnungsgemäßer Hund. Das passt perfekt. Wiederschauen. Schönen Dienst. Tschüss.
Ach ja. Wenn da keine Herrschaften in Uniform sind, weil das wäre dann eventuell ein Angriff auf die Staatsmacht. Die wollten ja die Identität oder die Persönlichkeitsrechte nicht immer überstrapazieren der Polizisten, obwohl es ja eigentlich mehr erlaubt wäre, als zufällig angetroffenen Journalisten deines Weges verfolgend. Ich finde es nicht schlecht, dass es jetzt sozusagen Sachbeschädigung ist. Dabei hast du einen undichten Wasserlauf abdichtet. Nein, ich stehe ja zu dem, was ich mache. Ich finde es relativ spannend. So. Oh, Elvis, das muss ja jetzt nicht sein, wenn gerade immer da sind. Das heißt sozusagen, wie es ist erlaubt, wenn es nicht da sind, oder? Wichtig, weil ich gerade bei der Qualität war, den haben die lieben Kleinen von der Linken übersehen. Das war auch mal so ein schöner Ja zur Neutralität. Und einen schönen Ruf, aber, gell? Ich wollte gerade sagen, der hat ein bisschen Sonnenlicht bedingt. Ihr wisst ja, die Klimaerwärmung, da brennt sich der Lack einfach runter. Seine Farbe verloren. Ich halte also fest, ich habe der Schwurbler-Community gezeigt, dass ihr Stickermaterial sowohl bei auf 1 als auch da von Umwelt und Heimat oder Heimat und Umwelt nicht so ganz hochwertig sind. Kaufen wir ein paar mehr Sonnenbrühen, dann heften wir die an und drüber und dann halt vielleicht auch der Kontrast der Farbe und die Sättigung ein bisschen. Ja, möglicherweise. Für alle, die übrigens zu faul sind, zu goggeln, was Paragraf 105 StGB ist, das ist meines laienhaften juristischen Wissens noch der Begriff der Nötigung. Und die Dame hat mich jetzt genötigt, meine Tat wieder zurückzusetzen. Die anderen Sticker sind, wie gesagt, wurscht. Also Sachbeschädigung funktioniert nur, wenn man es vor der Polizei macht. Haben sie es nicht gern. Vielleicht dient es ja, wenn es links ist, dass man da Signalfarben hat und nicht gegen Psoffen, gegen solche Masten läuft. Nein, ich finde das doch nicht schlecht. Verbesserte Technologie makes you smile. Also es gibt scheinbar wirklich Freuden. Erfüllte Menschen, du, wir kommen da, gell? Freudenerfüllte Menschen, die sich über fortschreitende Technisierung zur weiterführenden Umsetzung eines Social Credit-Punkte-Systems wie in China, also so Gesichtserkennung etc. bla 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 bla, scheinbar freuen. Ja? Das finde ich nicht schlecht. Aber ja, also ich finde unglaublich viel, wie viel Sachbeschädigungen sind passiert. Oh, schau, Sachbeschädigungen. Wobei ich ja persönlich, wie gesagt, ich wollte da jetzt die Herrschaften, nachdem man ja öfter mit ihnen zu tun hat, nicht zur totalen Verzweiflung bringen. Außerdem, wie gesagt, da hat man gesehen, dass das nicht gar nicht halt. Aber ich persönlich bin ja trotzdem der festen Überzeugung, inwiefern da jetzt die Beschädigung stattfindet. Ich meine, das war eine Kupferdachrinne, oder genau genommen ein Abwasserrohr von einer Dachrinne. Ich glaube nicht, dass ein Sticker die beschädigt. Ich habe ja da nicht mit einem Nagel und einem Hammer reingeklopft. aber vielleicht ist dieses Land qualitativ inzwischen so weit, dass man, wenn man irgendwo was hinbiegt, das umfällt. Probieren wir vielleicht einmal im Sommer, wenn es wärmer ist, gehen wir auf die Festung, biegen wir, weiß ich nicht, irgendeinen Schwurbler-Sticker drauf. Vielleicht fällt die dann einfach so um. Hat der Hausmeister damals, wie er die Thesen von Martin Luther an die Tür genagelt hat, vielleicht auch Sachbeschädigung damals schon betrieben? Das wäre, na, wenn ich einen Nagel einschlage, da hätte ich gesagt, das spielt schon in den Fall Sachbeschädigung eben, rein. Ja. Das wäre doch schon mal ein Vergleich wert, wo man dann die Unterschiede erkennt. So. Okay, wir wollen mal reingehen, man kann ja nicht den Lokal einfach so filmen. Werden wir uns jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir schlängeln da jetzt in Salzburgs Late Night Burger, der hat nämlich offen, da oben steht auch Best Burger in Town. Ob das so ist, weiß ich nicht. Wir werden jetzt der Raubtierfütterung folgen. Ah. Prost, Mahlzeit.